Herzlich willkommen, ihr lieben Steinböcke. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Kings in Queens Tarot zu eurer allgemeinen intuitiven Monatslegung für den März 2024. Wie immer werde ich hier in der allgemeinen Tarotlegung die Themenfelder Beziehung und auch Beruf ansprechen. Wie immer können Beziehungen romantischer Natur sein, es können familiäre Beziehungen sein, es können auch freundschaftliche Beziehungen sein oder auch Verbindungen im Beruf. Kontext. Vielleicht zeigt sich für dich auch ein ganz anderes Thema. Das ein oder andere darfst du natürlich hier auch so ein bisschen für dich ganz persönlich übersetzen. Solltest du das Gefühl haben, dass die Legung nicht mit dir schwingt, schau dir gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Und generell solltest du auch aus diesen allgemeinen Legungen immer nur das mitnehmen, wo du wirklich auch das Gefühl hast, dass es mit dir schwingt. Wenn du ganz konkrete Fragen hast, dann findest du hier auch unter dem Video in der Videobeschreibung den Link zu meiner Webseite und darüber kannst du mich natürlich auch sehr gerne direkt kontaktieren. Und zum Abschluss noch, wie immer, sind auch Königin, Könige, der Herrscher und die Herrscherin hier geschlechterunabhängig und können andere Personen anzeigen, aber auch deine eigenen Energien widerspiegeln. Und damit legen wir jetzt aber auch los mit dieser Legung. Ihr lieben Steinböcke, ihr scheint im März den Weg in die Unabhängigkeit ja entweder weiter zu beschreiten, das hatte sich ja schon seit Anfang des Jahres angekündigt, oder eben vielleicht jetzt im März hier an den Punkt zu kommen, wo ihr sagt, okay, ich löse mich von bestimmten Drucksituationen, wobei ich das Gefühl habe, dass diese Drucksituation, die kann sich im Beziehungsumfeld vielleicht abgespielt haben oder auch im beruflichen Kontext abgespielt haben, aber dass darunter eine Ebene der inneren Verunsicherung liegt. Ja? Und es ist genau diese innere Verunsicherung, die eben mehr und mehr zur Heilung kommt. Mir scheint, da wird auch mehr bewusst darüber, ja, was vielleicht zu negativen Glaubenssätzen, Denkmustern geführt hat, zu Selbstzweifeln geführt hat, ja, dementsprechend vielleicht eben auch zu einem zu massiven Einfluss von außen, ja, weil wenn man natürlich nicht so richtig an sich selber glaubt oder kein so stabiles Selbstbewusstsein hat, da kann dann natürlich die Manipulation, die Meinung von außen immer ganz gut ansetzen und eben auch dazu führen, dass man sich vielleicht in eine Richtung treiben lässt oder sich mit Situationen konfrontiert sieht, ja, die gar nicht so sehr dem eigenen Sein entsprechen, dem eigenen Charakter entsprechen, den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Wünschen entsprechen. Die Themenkarte, die sich für euch gezeigt hat, ist die Acht der Schwerter. Und das ist genau eine Karte, die damit zu tun hat, ja, dass man so stark im Zweifel hängt, so stark im Gedankenkarussell hängt, ja, weil man sich meistens sehr, sehr viel negative Gedanken über sich selbst macht, viele Zweifelgedanken über sich selbst macht und aber diese negativen Gedanken ganz häufig eben auch mit äußeren Einflüssen zu tun haben. Ja, das sind irgendwie Kritikpunkte vielleicht, die von außen kommen, Meinungen, die von außen kommen, ja, die man oder Erwartungshaltungen eben, die von außen an eingestellt werden. Und das kann so massiv werden, dass man selber gar nicht mehr weiß, wer man ist oder wo man hin möchte. Ja, aber die Acht der Schwerter auf der anderen Seite kann eben auch anzeigen, dass man genau aus diesem Gedankenkarussell, aus diesen Zweifeln, aus diesen Unsicherheiten, aus dieser Ratlosigkeit hinaus kommt durch eben Bewusstheit. Ne? Also man erkennt dann, ja, das ist letztendlich ein illusionäres Gedankengefängnis, in das ich mich hier scheinbar dann eben auch habe einsperren lassen. Ja, man durchschaut sozusagen die Illusionen. Die Illusionskarte zeigt sich ja dann auch noch auf der Hinweisposition bzw. bei der Seelenbotschaft, ja. Aber der nochmal, der meistens ist die Basis für diese Illusion im Inneren. Da sind, wie gesagt, Unsicherheiten, Ängste, die dem überhaupt erstmal Raum geben, dass so viel Einfluss von außen eben auch genommen werden kann. Ich lege hier auch mal wie immer Klärungskarten dazu, die geben ja noch mal ein bisschen genaueren Hinweis.
Und ja, ich denke, genau jetzt im März, wenn ich mir so den Rest der Legung anschaue, kommt dieses Bewusstsein zum Vorschein oder es wird eben auch immer klarer, ja, wo vielleicht gewisse Ursachen liegen, dass man auch lernt, ja, anders vielleicht auch mit sich umzugehen. Ja, okay, Bube der Kelche und der Stern, ja, das scheint das auch wirklich nochmal zu unterstreichen. Denn der Bube der Kelche kann wirklich diese Öffnung nach innen anzeigen, ne? Dieses ganz bewusst sich auseinandersetzen mit dem eigenen Herzen, mit den eigenen Bedürfnissen. Auch so ein Aufbau vielleicht in einer liebevollen Beziehung zu sich selbst, aus der heraus eben hier Heilung erwachsen kann. Ja, also innere Heilungsprozesse können ja mit dem Stern angezeigt sein. Aber der Stern geht darüber hinaus. Der hat natürlich auch mit Zukunftsvision zu tun. Ist auch eine Karte, die mit Wünschen, Wunscherfüllung auch durchaus zu tun hat. Ja, und bestimmte oder Wünsche kann ich mir natürlich auch erst dann erfüllen, wenn ich an mich glaube und auch dann in den Glaube komme, dass ja, ich zum Beispiel auch glücklich sein darf, dass es durchaus nicht unmöglich ist für mich, bestimmte Ziele zu erreichen, Träume umzusetzen. Und ich denke, das ist so ein bisschen das, worum es hier geht. Vielleicht noch ein Aspekt zu der Sternkarte, ja, weil, wie gesagt, hier ist so ein bisschen so ein Ungleichgewicht im Prinzip angezeigt zwischen meiner Selbstwahrnehmung im Vergleich sozusagen zum Außen und so ein bisschen das Gefühl, dass ja, andere besser wissen, wie das Leben funktioniert. Ne? Also so ein bisschen eine hierarchische Struktur. Ob das jetzt im familiären Kontext eine Rolle spielt, im privaten, in romantischen Beziehungen oder auch im Arbeitsumfeld. Ja, da ist irgendwie so ein Ungleichgewicht durch diese Verzerrung. Selbstwahrnehmung und mir scheint, das hat vielleicht einiges bisher blockiert. Und wenn man das eben jetzt zur Heilung bringen kann, dann wird hier auch vieles möglich, was man vorher vielleicht für unmöglich gehalten hat oder ja, der Glaube einfach auch gefehlt hat, dass man daran teilnehmen kann. Und was ich zu der Sternkarte noch sagen wollte, das ist ja eine Wassermannkarte, ne? Und diese Wassermann-Energie, das ist eben auch die Energie, in die wir uns als Kollektiv immer stärker jetzt hineinbewegen. Und diese Wassermann-Energie hat viel also mit Gemeinschaft zu tun, und zwar durch die Erkenntnis, dass wir uns ergänzen, durch unsere Unterschiedlichkeiten, durch unsere unterschiedlichen Fähigkeiten und Talente. Und mir scheint auch da wächst so ein bisschen dieses Selbstvertrauen hin, ja, sich nicht mehr als kleiner, unbedeutender vielleicht wahrzunehmen als andere Menschen im Umfeld, ja, sondern mehr und mehr zu erkennen, hey, ich funktioniere hier auf Augenhöhe und ich kann eben auch Verbindungen auf Augenhöhe eingehen, weil ich eben auch lerne, meine Eigenart, meine Individualität als was ganz Besonderes zu schätzen und das nicht mehr durch negative Vergleiche mit anderen sozusagen immer wieder runterzudrücken. Und ich finde die Vorlaufenergie hier auch sehr interessant. Also diese Position ist sozusagen die Basis, aus der heraus sich diese Thematik jetzt entwickelt. Und da zeigt sich eben der Herrscher. Und der Herrscher hat viel mit Unterdrückung zu tun, sowohl auf der hohen wie auch auf der niederen Schwingungsebene. Der Herrscher versteckt im Prinzip die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gefühle, ja, da ist oft viel, viel Verdrängung mit im Spiel. Entweder, ja, weil ich mich anderen oder ja, weil ich mich anderen andienen möchte, weil ich mich da bestimmten Aufgaben vielleicht unterordne oder Erwartungshaltung, Verantwortung unterordne, ja, oder weil ich Angst habe, zum Beispiel auch mich so zu zeigen, wie ich tatsächlich bin. Der Herrscher hat durchaus saturnische Energie. Saturn ist ja euer Herrscher. Da ist so ein bisschen dieses angespannte, disziplinierte, ich muss funktionieren, ja, ein bisschen sowas Mechanisches kann dementsprechend hier drin sein, ja, und eine saturnische Energie kann dementsprechend auch immer auf einer gewissen Ebene einengend, limitierend eben auch sein. Also ich denke, der Herrscher könnte hier für einige so ein bisschen diese angespannte, sehr selbst,
disziplinierende Energie anzeigen, ja, mit der man sich auch auf einer gewissen Ebene blockiert, weil man nicht den vollen Zugang auf die eigenen Fähigkeiten und Talente hat, ja, weil sozusagen das Urteil des Außens aus dieser Haltung heraus immer viel wichtiger ist als meine eigene Zufriedenheit, ja. Ich will natürlich auch nicht ausschließen, dass der Herrscher hier eine andere Partei sein kann. Der ist sehr, sehr vielfältig in seiner Bedeutung. Ja, der kann mit dem Elternhaus zu tun haben, der kann Arbeitgeber anzeigen, der kann alles Mögliche an Institutionen, Organisationen anzeigen, alles, was mit Strukturen zu tun hat. Auch generell die Gesellschaft kann er natürlich anzeigen. Ja, also das kann ja für den Einzelnen eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben, der Herrscher. Aber es ist was, eine Energie, bei der du das Gefühl hast, dich der auch irgendwie unterwerfen zu müssen. Und ja, also entweder ist das so eine Machtposition, der du dich gegenüber gesehen hast, ja, wo du immer das Gefühl hattest, ja, da habe ich ja sowieso nichts dagegen zu stellen. Ja, das ist irgendwie jemand, der autoritärer ist als ich, der dominanter ist als ich. Oder es ist eben diese innere Dominanz, diese innere Angespanntheit, die aber im Prinzip eben meistens auf Ängsten aufbaut. Ja? Ganz häufig, ja, wir haben ja zwei Viererkarten, also der Herrscher unter der numerologischen Vier und die Vier der Münzen natürlich auch. Und die Viererkarte hat immer mit der Sehnsucht nach Stabilität, nach Sicherheit zu tun, ja, die natürlich auch aus bestimmten Strukturen erwachsen kann. Seien das jetzt Denkmuster, Handlungsmuster, Glaubenssätze, ja, oder auch äußere Strukturen, an denen ich mich irgendwie orientieren kann, ja, aus dieser Sehnsucht nach Stabilität, Festigkeit. Aber wie gesagt, das kann dann auf der anderen Seite auch limitierend sein, wenn ich zu sehr auf diesen Sicherheitsaspekt setze, und auch der natürlich erwächst meistens aus Ängsten heraus. Okay, ja, da haben wir den Bube der Münzen und die zwei der Kelche, ja, ganz spannend. Ja, hier geht es irgendwie um Versöhnung, ja, also entweder Versöhnung mit sich selbst, wobei der Bube der Münzen ja auch eine Kinderkarte sein kann. Der könnte hier zum Beispiel darauf hindeuten, ne, dass du vielleicht in die Heilung finden kannst mit bestimmten Situationen oder Thematiken, die sich vielleicht schon aus der Kindheit ergeben haben. Hier können Versöhnungsaspekte zwischen Familienmitgliedern eine Rolle spielen, ja. Natürlich auch im romantischen Sinne, im freundschaftlichen Sinne. Also irgendwas kommt hier in den Ausgleich, und ich denke, dieser Prozess, der hat schon angefangen und entwickelt sich sozusagen hier weiter im März, zumindest für die allermeisten. Ja. Der Bube der Münzen ist auch die Schülerkarte, da geht es oft um Lernprozesse, auch um Erkenntnisprozesse. Und die zweite Kelche finde ich total spannend. Also zum einen, weil sie sich hier auf der Chancenposition nochmal zeigt, und zum anderen, weil der Stern und die zweite Kelche beides Karten sind, die mit innerer Seelenheilung, mit Herzheilung, mit innerer Versöhnung zu tun haben. Natürlich auch mit Versöhnungsaspekten zum Außen und natürlich auch mit einer anderen Form der Beziehung, der Partnerschaft zu tun haben, in allen Beziehungsformen, nämlich auch hier Beziehung auf Augenhöhe und Herz-zu-Herz-Verbindung. Und diese tiefen, innigen Verbindungen mit jemandem im Außen kann ich natürlich auch erst dann eingehen, ja, wenn ich diese Verbindung zu mir selbst geschaffen habe. Ja. Und ja, mir scheint, wie gesagt, für die allermeisten hat ja dieser Prozess schon angefangen. Ja, sehr, sehr spannend. Also für manche kann das sehr tief sein, ja, also und auch wirklich weit zurückgehen vielleicht im Leben, dass da bestimmte Erinnerungen aufkommen oder dass wieder nochmal Gespräche irgendwie geführt werden können. Ja, also sehr, sehr spannende Energie, die sich hier zeigt. Auch spannend dann dementsprechend die 10er Stäbe auf der Position des Umfeldes. Diese Position beschreibt also das Wechselspiel zwischen dir und den Personen, die hier in diese Thematik
involviert sind. Und die 10 der Stäbe ist die negative Stresskarte, kann allerdings eben auch genau anzeigen, dass diese Belastung, dieser Stress hier jetzt nachlässt. Und zwar möglicherweise entweder, weil du eine andere Haltung dir selbst gegenüber einnehmen kannst oder ne, und oder auch, weil hier jetzt eben auch bestimmte Dinge vielleicht mal geklärt werden können, angesprochen werden können, eine Versöhnung stattfinden kann, ja, und was immer hier belastend war, was dir auch so ein bisschen die Lebensenergie geraubt hat, ja, und die Stäbekarten, die haben ja auch mit Lebenskraft, mit Lebensfreude, mit Kreativität, mit Schöpferkraft zu tun, ne, und die sind natürlich hier in dieser Karte gebunden, in dieser Energie gebunden. Und das kann sehr belastend sein, vor allem, wenn das auch über einen längeren Zeitraum läuft. Und mir scheint, hier ist viel Möglichkeit gegeben, ja, entweder diesen Frieden mit dir zu schließen und dementsprechend aus gewissen belastenden Denkmustern vielleicht auch rauszukommen, aus Handlungsmustern rauszukommen oder auch den Frieden mit einer Partei im Außen zu schließen. Auf welche Art auch immer, ja, das muss auch nicht immer zwingend in einer direkten Art und Weise geschehen, ne? Also wenn du die Möglichkeit nicht hast, das auf eine direkte Art und Weise in einer direkten Kommunikation zu klären, kannst du das aber natürlich trotzdem für dich auch innerlich abschließen, ja, durch eine veränderte Haltung. Ja, sehr, sehr spannend. Ne? Wir haben hier die 5 der Münzen, die Mangelkarte bzw. der Mangelgedanke. Ja, also das kann ein emotionaler Mangel sein. Es kann auch natürlich hier ein finanzieller Verlust sein, ein materieller Verlust. Ja, vielleicht hat man auch das Gefühl, dass einen jemand hier hat im Kalten stehen lassen, mal zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ja, also wie gesagt, das kann materieller Mangel sein oder auch emotionaler Mangel. Und hier ist aber auch diese emotionale Weiterentwicklung und Wegbewegung von diesem Stress, von dieser Mangelsituation angezeigt. Ja, wie gesagt, entweder durch eine direkte Klärung oder indem man sich emotional sozusagen löst von dieser Negativität, von bestimmten negativen Erfahrungen auch eben vielleicht. Ja, die Herausforderung ist die 4 der Münzen, ja, das, was manchmal auch die Karte des Festhaltens sein kann, des Klammerns auch so ein bisschen. Und auch festhalten, ja, entweder an Situationen, die nicht zwingend so mega positiv vielleicht sind, ja, oder auch festhalten an bestimmten Mustern. Und zwar aus der Angst heraus vor Veränderung. Ja, man tut sich ja manchmal so ein bisschen schwer, die Komfortzone zu verlassen. Die Komfortzone ist nicht immer zwingend eine bequeme Situation, aber eine vertraute Situation. Ja, also wenn ich schon seit Kindheitstagen irgendwie gelernt habe, mit bestimmten, unter bestimmten Ängsten zum Beispiel zu funktionieren, ja, und sich da gewisse Muster eingeschlichen haben oder ich immer wieder mit schwierigen Beziehungen zu tun hatte, ja, dann ist das mein vertrautes Feld. Und es kann durchaus rein aus dieser Vertrautheit vorkommen, dass man sich schwer tut, das loszulassen. Und das ist, denke ich, auch so ein bisschen die Herausforderung, nicht so sehr in der Angst zu sein, wirklich mutig, ne, sich mit diesen inneren Veränderungen, äußeren Veränderungen vielleicht eben auch auseinanderzusetzen, nicht immer wieder zurückzuschrecken davor und am Alten festzuhalten, vor allem wenn es eben negativ ist. Und die 4 der Münzen, die hat in sich schon eine starke Wandlungsenergie. Wie gesagt, in der niederen Schwingungsebene ist es eben eher dieses Festhalten, ne, dieses Angst vor Veränderung. Aber die kann, wenn sie eben in die Wandlung kommt, auch anzeigen, dass man sehr, sehr genau weiß, wer man ist, wo man steht, was die eigenen Ansichten sind, was einem gut tut, was die eigenen Bedürfnisse sind, wer vielleicht auch vertrauenswürdige Menschen um einen herum sind. Ja, also was wirklich verlässlich ist. Und man ist dann auch in der Anbindung zu sich selbst, zu dem eigenen Herzen und dann eben auch in der Fähigkeit, aus dem eigenen Herzen heraus zu handeln. Und mir scheint, diese Wandlung, die in dieser Karte beschrieben ist, das ist tatsächlich die Herausforderung, ja, in dieses Vertrauen hineinzuwachsen. Ja. Der Magier, ne, das ist der Glaube an sich selbst, das ist auch die Karte der Manifestationskraft und
Das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, ja. Wünsche können sich eben auch nur dann erfüllen, Träume können sich nur dann erfüllen oder ich kann sie umsetzen, wenn ich auch an mich glaube und an die Möglichkeit glaube, ja, dass ich die umsetzen kann und darf. Und mir scheint das, wie gesagt, ist ja nochmal unterstrichen, auch mit diesen beiden Klärungskarten, dem Magier und der Sieben der Stäbe. Ja, die sich auch nicht unähnlich sind. Gerade die Sieben der Stäbe hat auch noch mal ganz, ganz viel mit dem Mut zu tun, sich auch auf unbekanntes Gebiet vorzuwagen. Ja, seien das jetzt innerliche Aspekte, ja, dass man vielleicht bestimmten Talenten, Fähigkeiten hier mehr Raum geben möchte, ja, oder auch im Außen. Dass man hier sagt, hey, okay, ich habe diesen Traum, ich habe diesen Wunsch und bisher hab ich mich nicht getraut, das umzusetzen, aber ich springe hier ins kalte Wasser und ich traue mich und ich habe genug Lebenserfahrung oder berufliche Erfahrung oder wie auch immer, die mir hier zur Seite steht, ja. Selbst wenn ich das Feld, in das ich mich bewegen möchte, nicht vollkommen kenne oder abschätzen kann, ja. Also viel Selbstvertrauen, viel Aktivität, ja, also hier auch ganz bewusst aktiv bestimmte Dinge umzusetzen, ob das jetzt innere Heilungsprozesse sind oder andere Dinge, die man gerne im Außen umsetzen möchte. Fall nicht zurück zu sehr in alte Angstmuster und halte dich dann nicht zu klein oder zu negativ, ja, sondern glaub hier wirklich an dich. Ja, und auf der Chancenposition dann nochmal die zwei der Kelche. Zum einen ja die Karte, wie schon erwähnt, der Herz- und Seelenheilung. Ja, also Verstand und Herz finden hier wieder zusammen. Und daraus erwächst natürlich auch Schaffenskraft. Ja, daraus erwächst Lebensfreude, Kreativität, wie auch immer. Und natürlich ist es auch eine schöne Karte der Freundschaft, der Partnerschaft, Beziehung im weitesten Sinne, die aber eben, wie gesagt, auf Augenhöhe stattfindet, wo eine tatsächliche Öffnung auch auf der emotionalen Ebene stattfinden kann, sich selbst in eine Beziehung hineinzugeben und auch das Gegenüber mit zu integrieren und anzunehmen, ja, und auch aus dieser, ja, ergänzenden Energie heraus entsteht Neues, entsteht neue Schaffenskraft, ob das jetzt im beruflichen Kontext ist, im romantischen Kontext, im freundschaftlichen Kontext, das ist dann zweitrangig, ja. Also tolle Teamkarte ist das hier und auch eine tolle Beziehungskarte kann das sein. Auch Beziehung zu sich selbst natürlich, ja. Hier haben wir dann auch noch das Ass der Kelche. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil dieses Thema der Liebe und auch Liebe zu sich selbst, der schon in der vorangegangenen Februarmonatslegung aufgetaucht ist. Und es ist hier wirklich eine Weiterentwicklung dieser Thematik, die wir da schon betrachtet haben. Ja, okay. Also wirklich viele, viele, viel, viel Heilungsenergie. Königin der Münzen kann natürlich auch eure Steinbock-Energie anzeigen. Und gerade diese Königin der Münzen kann viel mit dieser Innenschau und inneren Heilungsprozessen eben zu tun haben. Ja, also da, wo man sich vorher vielleicht sehr, sehr stark immer wieder orientiert hat dran, was braucht mein Umfeld? Was braucht das Außen, ja, und hat sich da vielleicht vollkommen verausgabt. Ja, da kann jetzt, wie gesagt, eine neue Balance auch sich etablieren, indem du dir selbst mehr Raum einräumst in deinem Leben, an Aufmerksamkeit, an deinen Bedürfnissen, ja. Was tut mir gut, was benötige ich? Und auch spannend finde ich diese zwei der Schwerter, weil die natürlich von der acht der Schwerter nicht sehr weit weg ist, ne? Also auch hier geht es ganz oft um Einflüsse von außen. Wie wirke ich auf das Außen? Was denkt das Außen über mich, ja? Natürlich auch innere Zweifel können hier eine Rolle spielen, weil hier eben Herz und Verstand nicht zusammenwirken. Also das ist dann so ein bisschen die Gegenkarte sozusagen zu der Zwei der Kelche. Und mir scheint, hier kann ganz, ganz viel so geheilt werden, seien das jetzt Unsicherheiten, die sich aus, wie gesagt, einer Beziehung im Außen ergeben oder Unsicherheiten, die sich aus eigenen inneren Zweifeln ergeben. Und dadurch, ne, kommt dieser Herzenskelch zum Vorschein. Der ist schon immer da, aber der ist eben gerade beim Herrscher
total unterdrückt, total versteckt. Ja, der Zugang ist sozusagen verschüttet und mir scheint, das ist genau das, was ihr jetzt tut, nämlich diesen Zugang zum eigenen Herzen wieder freizulegen und dadurch, wie gesagt, eine innere Quelle auch freizulegen. Das ist die niemals versiegende innere Quelle, ja, unsere Anbindung auch an die höhere Welt. Natürlich kann der Kelch der Liebe auch für wirklich erfüllende Partnerschaft im Außen stehen, auch hier in alle möglichen Beziehungsformen hinein. Aber es ist immer die Basis, ja, im Prinzip die Basis der äußeren Beziehung ist immer meine Beziehung zu mir selbst, ja. Und mir scheint da, ja, geht es sehr, sehr, sehr spannend für euch weiter hier im März, ja. Ja, und mit dieser ganzen Klärung, die hier stattfindet, ja, also egal, ob hier jetzt eine Versöhnung stattfindet mit einer konkreten Person oder ob die Versöhnung innerlich stattfindet, indem ihr sagt, okay, ich habe diese Haltung dazu und ich schließe einfach Frieden mit dieser Situation, ja, selbst wenn die nicht direkt geklärt werden kann. Das ist unglaublich befreiend, ja. Also den Wagen, den feiere ich richtig, ja, weil er ein sehr wichtiges Gegengewicht zu dieser Acht der Schwerter ist. Also hier löst man sich von den Erwartungshaltungen des Außens, ja, und trifft wirklich die eigenen Entscheidungen. Und zwar auf Grundlage auch der eigenen Bedürfnisse, das, was sich für einen selbst richtig anfühlt. Ne, der Wagen ist eine Neustartkarte auch. Ja, man lässt genau diese alten einschränkenden Energien hinter sich, ob das jetzt innere gedankliche Ebenen zum Beispiel sind oder auch ja, äußere Einflüsse. Man startet hier wirklich für sich selbst neu durch. Das muss nicht immer Riesenveränderung im Außen sein, aber es ist hier scheinbar eine Riesenveränderung im Inneren. Und das setzt eine ganz neue Handlungsmöglichkeit, ein ganz neues Freiheitsgefühl dann auch frei. Ja. Perspektivwechsel ist natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt dieser Karte und ich glaube, es ist genau das, was euch hier auch mehr und mehr gelingt. Ne? Also mehr und mehr wegzukommen von Angstgedanken, negativen Erwartungshaltungen und mehr den Blick auf ja, optimistische Entwicklungen, auf Träume, auf Ziele zu richten und wie gesagt auch mit diesem ja, vielleicht neu erwachsenen Selbstvertrauen, diese Ziele dann eben auch zu verwirklichen. Ja, das ist möglicherweise eine Energie, die dann erst im April stärker zum Vorschein kommt. Aber hier werden ganz, ganz wichtige Schritte im März jetzt gegangen in diese Richtung. Ja. Das ist sehr spannend, weil wir hier drei Krebskarten haben, ja. Und das Krebshaus ist das Haus zum einen der Familie, also für gewöhnlich deiner Geburtsfamilie, mit all den Thematiken, die da dranhängen, ne? Also, wie konntest du dich entwickeln im familiären Kontext? Welche Verbindung zu dir selbst durfte da entstehen oder eben auch nicht entstehen im familiären Kontext? Welche Prägungen, welche Konditionierungen haben da stattgefunden? Und auf der anderen Seite ist das Krebshaus aber auch das Haus der eigenen Seelennahrung, der Seelenbedürfnisse, der Seelenaufgaben. Und hier scheint sich wirklich für dich mehr und mehr rauszukristallisieren, was ist denn eigentlich wahrhaftig meins, ja, und wo möchte ich tatsächlich hin? Der Mond zusätzlich ist ja auch eine Karte, die auf der einen Seite mit Ängsten und Unsicherheiten zu tun hat. Ne? Und hier haben wir also die Erntedankkarte, also eine Karte, die anzeigt, dass man durchaus einen schwierigen Prozess, der auch Einsatz gekostet hat, am Ende erfolgreich abschließt. Ne? Also hier sind zwei Erfolgskarten, die sozusagen hier schon darauf hinziehen könnten, dass bestimmte Ängste, Unsicherheiten oder schwierige Situationen dann auch überwunden werden. Und der Mond kann aber auch eine Karte sein, die anzeigt, dass mehr Erkenntnis stattfindet. Ja, also entweder weil bestimmte Dinge vielleicht aus meinem Unterbewusstsein auftauchen, ne? Also auch hier nochmal vielleicht aus dem familiären Kontext, aus dem Kindheitskontext.
oder in einer Situation vielleicht auch neue Aspekte sichtbar werden, klar werden, ein größeres Ganzes auch irgendwo dadurch gesehen werden kann. Ja, sehr, sehr spannende Energie, die sich hier zeigt. Sehr positiv, sehr heilsam und ja, sehr nährend, würde ich mal sagen. Und wie auch immer du Erfolg für dich definierst, ja, also da ist schon ein Weg in Richtung Erfolg, ob das jetzt äußere Ziele sind, äußere Wünsche sind oder ja, Erfolg, dass du glücklich mit dir selbst bist oder zufrieden mit dir selbst bist, in die Selbstannahme kommst, ins Selbstbewusstsein kommst. Das ja, ist für den Einzelnen hier vielleicht auch unterschiedlich. Ja, und dann also die Illusionskarte hier auf der Seelenposition, auf der Seelenbotschaftsposition beziehungsweise als Hinweiskarte. Und ich denke, es ist nicht eine Illusion, in die man sich hier verstrickt, sondern im Gegenteil, es ist eine Illusion, aus der man auftaucht. Ja, also ich denke, die hat viel mit Zerrbildern über die sich selbst im Prinzip zu tun. Ja, dass man im Prinzip über die eigenen Fähigkeiten, über das eigene Sein in der Illusion war, in der negativen Illusion. Und dass sich diese Illusion mehr und mehr eben auch auflöst. Und diese Karte ist aber auch noch eine Steinbockkarte, ja, also als wäre dieser Prozess nochmal hier auch ein bisschen angezeigt, als würdest du mehr und mehr in dich selbst wieder zurückfinden, ja, also mehr und mehr dieses Verbundenheitsgefühl mit dir selbst entwickeln können und vielleicht da auch so ein bisschen bewusst den Fokus drauf zu legen. Das scheint mir hier durchaus sinnvoll und ja, wahrscheinlich auch sowieso recht präsent im März. Ja, wunderschöne Legung. Also ich muss sagen, ich glaube, das ist hier mit einer der interessantesten Legungen für den März. Ja, der hat sich bei den meisten anderen Sternzeichen eher als ein bisschen schwieriger Monat gezeigt. Aber hier bei euch ist irgendwie was sehr, sehr Lichtes, was sehr, sehr Klärendes, Klares, Versöhnliches drüber, eine sehr schöne Energie. Und ja, damit lasse ich es mal stehen. Ich bedanke mich, dass du, dass ihr hier mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.